Ilja Grischkowitz, Experte für Veränderung und Potenzialentfaltung. Herzlich willkommen in Stuttgart. Die Hauptstadt von Baden-Württemberg bietet viel Interessantes. Knapp 5000 interessierte Fachbesucher kamen zur Messe. Ilja Grischkowitz begrüßt Sie herzlich in Stuttgart. Am 23. und 24. April sprach er zur Messe Personal 2013 Süd darüber, dass Veränderung eine Sache der Einstellung ist. Gibt es so etwas wie ein Geheimnis erfolgreicher Veränderung? Also ein richtiges Geheimnis erfolgreicher Veränderung gibt es nicht, aber es gibt natürlich gewisse Grundprinzipien und wenn man die anwendet, dann wirkt es manchmal von außen so, als wenn es ein Geheimnis wäre. Ein chinesisches Sprichwort, das sagt, wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Mauern und die anderen bauen Windmühlen. Die Frage ist, wie gehen Sie alle mit Veränderung um? Aber warum gelingen diese Dinge manchen Menschen fast schon spielerisch einfach, während andere relativ zügig wieder in alte Muster zurückfallen und sich ihre Komfortzone so richtig schön ausbauen? Denn mit der richtigen Motivation, da können wir aus jeder noch so großen Herausforderung irgendwann was Positives machen. Veränderung kann dabei trainiert werden, wie jede andere Fähigkeit auch. Wir müssen uns aktiv verändern, von uns aus. Denn wenn wir uns nicht verändern, dann tut das niemand. Und wir verharren im Stillstand. Die äußeren Umstände, die sind nun mal, wie sie sind. Und sie sind selten so, wie wir sie gerne hätten. Wir müssen raus aus unserer Komfortzone. Wenn wir außergewöhnliche Ergebnisse haben wollen, dann müssen wir uns trauen, raus aus der Masse zu kommen, mal etwas anderes zu machen. Weil nur wenn wir uns entscheiden, die Verantwortung für unser Leben und unsere Handlung zu übernehmen, ja, erst dann kann die Magie der Motivation ihre volle Kraft entfalten. Meine Botschaft an Sie, werden Sie lieber Ihr eigener Superheld und lassen Sie die Welt mal Welt sein. Wohin wir unseren Fokus richten, dahin fließt unsere Energie. Und wohin unsere Energie fließt, ja, davon werden wir mehr im Leben bekommen. Was genau ist eigentlich Attitüde? Attitüde ist so eine ganz besondere Kombination aus Ihrer inneren Haltung, Ihren Überzeugungen, Ihren Werten und 7 ganz speziellen Erfolgsschlüsseln. Heute bin ich nicht nur äußerlich erfolgreich, sondern vor allem innen glücklich. Und das ist einfach ein Gefühl, das können Sie mit keinem Geld der Welt kaufen. Das kann ich Ihnen sagen. Der Fokus unserer Gedanken, der bestimmt unsere Ergebnisse im Leben. Wir können entweder Opfer oder Gestalter unseres Lebens sein, aber niemals beides gleichzeitig. Wenn Sie sich ändern, dann ändert sich alles um Sie herum. Der erste Schritt, das ist der wichtigste, wie weit dieser Weg auch sein mag. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die ich treffe, die sich irgendwie auf den Weg machen und auch voller Motivation sind, aber dann am Ende doch nicht ihr Ziel erreichen. Mein Impuls an Sie, machen Sie keine halben Sachen. Geben Sie entweder 100% oder lassen Sie es bleiben. Denken Sie bitte dran, wir machen das ja nie für andere Menschen, sondern immer für uns selber. Was verbirgt sich hinter dem einzigen Motivationstipp, den man für sein ganzes Leben gebrauchen wird? Ja, diesen einzigen Motivationstipp, den verrate ich ja meinen Zuhörern immer in meinen Vorträgen. Und wenn man den anwendet, braucht man wirklich keinen zweiten. Aber Sie müssen schon zu mir in den Vortrag kommen. Alle erfolgreichen Menschen, und ich habe in meiner Recherche für das neue Buch, habe ich hunderte Manager, Sportler, Musiker, Künstler mir angeschaut. Die sind alle nur deshalb so erfolgreich, weil sie so viele Fehler gemacht haben. Positives Denken ist kein Allheilmittel und es bringt nie was, Probleme auszublenden. Aber eines kann ich Ihnen garantieren. Mit positivem Denken erreichen Sie alles besser, als Sie es mit negativem Denken tun würden. Sehen Sie bei Veränderung immer die Möglichkeit zu wachsen, zu lernen und besser zu werden. Ich wurde vorhin gefragt, gibt es so etwas wie ein Geheimnis der Veränderung? Und das Geheimnis der Veränderung ist tatsächlich, es gibt kein Geheimnis. Aber wenn wir diese Prinzipien von Veränderung anwenden, dann sieht es von außen manchmal so aus, als wäre es ein Geheimnis. Tschüss. Nehmen Sie Kontakt auf zu einem Redner, Trainer und Autor mit Charisma, Herz und Verstand. Caridio Image und Eventfilmproduktion.